So Leute, jetzt kommt euer gewünschtes Video. Polizei beschlagnahmt mein S63 AMG und Führerschein. Eieiei. Vor circa 12 Stunden habe ich den Glauben an die Justiz verloren. In diesem Video werde ich euch erzählen, wie mir völlig willkürlich sowohl mein Auto als auch mein Führerschein entzogen wurde. Ich komme einfach immer noch gar nicht darauf klar, was gestern Nacht passiert ist. Wer mir auf Instagram folgt, der wird das Ganze schon gesehen haben in meiner Instagram-Story. Mein Auto wurde abgeschleppt. Das ist was Geiles, so auf den. Voll ernst das Thema. Leute, AMG weg, Führerschein denkt. Aber wenn ihr auf Instagram. Sehen habt, das ist aber geil, Digga. Ich werde euch auch hier immer wieder Bilder und Videos einblenden von den Aufnahmen gestern. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, gestern Abend gegen 0 Uhr kam ich in eine Polizeikontrolle. Also, der Polizist kommt zu mir und sagt, hey, sie waren zu schnell unterwegs. Ich sage zu dem Polizisten, wie viel war ich denn zu schnell? Haben sie eine Messung gemacht? Ja, jedenfalls wollte ich dann von dem Polizisten eine Messung haben. Eine Videoaufnahme oder eine Messung haben. Der Polizist meinte zu mir, sie haben keine Messung gemacht. Und ab diesem Moment, meine Freunde, wollte die Polizei mich einfach nur noch drankriegen. Da würde ich den Polizisten auch mal fragen, sag mal, haben sie Radar am Kopf oder was? Sowas hatten wir auch mal. Da war ich mit einer Audi A8 unterwegs und da hieß es, ich bin zu schnell gefahren und ich habe Sicherheitsabstand nicht gehalten. Es war unbegrenzt, ne? Ne, von 130 irgendwas, dann unbegrenzt rein. Sowas war das irgendwie. Und haben mich rausgezogen, da bob, ja, sie sind erstmal da und da zu schnell gefahren. Ich sag, wie viel bin ich denn zu schnell gefahren? Ja, müssten circa so und so viel gewesen sein. Ich sag, woher wissen Sie das denn? Videoaufnahmen, irgendwas? So, das war auch das Thema, deswegen kenne ich das. Und einmal auch mit Sicherheitsabstand. Ich sag, wenn Sie doch so hinter mir, neben mir waren, wie wollen Sie den Sicherheitsabstand denn genau sehen? Ich meine, haben Sie irgendwie was da? Genau, und er sagte, ja, hätten wir das aufgenommen, hätten wir Sie dran bekommen. Daran kann ich auch noch, genau, das, so war das. Ja, hätten wir das aufgenommen, hätten wir sie dafür dran gehabt, so auf den. Ja, okay. Aber die waren dann irgendwie doch nett so. Vielleicht lag es auch daran, weil er mich vielleicht erkannt hat und dachte, ja komm, scheiße, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist er auch nur Einbildung und hat gedacht, okay, komm, lassen wir den. Und ja, es gibt so komische Storys manchmal, Digga. Weil das Problem war einfach, der Polizist war irgendwie, glaube ich, ziemlich sauer wegen mir, weil ich wohl etwas zu schnell war, aber sie konnten mir nichts nachweisen. Und weil ich nach dieser Nachweisung, nach dieser Messung gefragt habe, ab diesem Punkt wurde einfach wirklich willkürlich nach irgendwelchen Dingen gesucht. Okay. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Ich kann mir das einfach nur so erklären. Das Ding ist, der Polizist braucht ja nur sagen, ja, machen wir den Kofferraum auf, bla bla. Und dann braucht er nur ein Warndreieck fehlen oder eine Weste. Keine Ahnung, wenn sie ihn reinkriegen wollen, dann kriegen sie für irgendeine Scheiße dran. Sei dann irgendwie, keine Ahnung, der Anschnaller hängt gerade schief am Sitz oder was. Weil die Sache war die, meine Freunde, die Polizei, bei einer Kontrolle wollen sie ja immer den Führerschein und den Fahrzeugbrief sehen. Und in dem Fahrzeugbrief steht auch schon drin, dass der Wagen über die Daimler AG läuft, weil ich habe ja dieses VIP-Leasing. Also der Wagen gehört ja in dem Sinne nicht mir. Ich darf die Autos immer 6 Monate fahren von Mercedes, dann bekomme ich wieder einen neuen Wagen. Und die Polizisten haben auch schon gesehen, dass der Wagen über die Daimler AG läuft und trotzdem wollten sie unbedingt diese Lautstärkemessung machen. Also meine Freunde, die Polizisten machen jetzt also diese Lautstärke, die Dezibelmessung an meinem Fahrzeug. Jetzt haltet euch fest, meine Freunde. Sie sagen zu mir 92 Dezibel, der Wagen ist 13 Dezibel lauter, als er sein dürfte. Jetzt aufpassen. Ich steige aus, ich gehe zu den Polizisten, die hinter meinem Auto stehen, und ich sehe auf einmal, sie haben diese Dezibelmessung mit ihrem scheiß iPhone gemacht. Mit ihrem Handy haben sie diese Messung gemacht. Ja, es ist wirklich so. Die machen viele halt das Handy dagegen so. Normalerweise gibt es so ein Gerät, so ein grauer Kasten, Stiel dran, ich beschreibe es jetzt ganz dämlich, und dann so ein Mikrofonknäuel. Eigentlich ist das die Dezibelmessung. Haben wir auch immer auf der FIBO. Wenn wir auf der FIBO sind, wenn ich weiß, was die FIBO ist, das ist die ganz die größte Fitnessmesse. Und da unser Stand immer extrem voll ist und am Schreien alles. Und dann haben wir noch nebenbei Musik an. Und dann kommt jeden Tag immer ein Typ mit so einem Messgerät und sagt so, ja, Herr Schüler, Sie müssen die Musik ein bisschen lauter machen. Die machen das deswegen so auf der FIBO, weil es könnten ja die Nachbarn mit dessen Ständen könnten halt sich gestört fühlen. Aber auf der FIBO ist manchmal so, du denkst hier, Digga, was haben die da so laut Musik an? Hey, mach mal Musik lauter. Du, du, du. Und dann ist das immer so ein Hin und Her. Aber mit dem Handy, Digga, da frage ich mich auch. Das habe ich auch schon öfter gehört. Bei mir wurde sowas irgendwie noch nie gemacht. Zum Glück, toi, toi. Was heißt zum Glück? Ich habe nichts zu verbergen. Also, was ich mich frage, ist einfach, wenn die Polizei die Messung macht, machen sie das? Also, ich meine, was hat eine S-Klasse, ne? Ja, S63. Hat ja höchstwahrscheinlich einen Klappenauslauf. Da hat er einen Knopf und dann gehen die Klappen auf. Mich würde jetzt mal interessieren, ob er sie auf hatte oder zugelassen hat oder ob die sagen, ja bitte machen Sie die Klappe auf und du warst auf doof. Ja, weiß ich gar nicht, wo ist denn das hier? Oder hat er nicht? Was auch immer. Mit Klappe auf ist er lauter. Replix 95. Nee. Nee. Echt? Ja.
Nee. Also sage ich zu dem Polizisten, habt ihr kein richtiges Dezibelmessgerät? Habt ihr das mit dem iPhone gemacht? Und jetzt sagt der Polizist original zu mir, ja, die Messung ist aber genau. Warum hat er einfach seine iPhone-Kamera nicht laufen lassen? Er hätte das alles einfach aufnehmen können. Ist ja sein Recht. Filmt denn sein Auto? Die machen ja was an seinem Auto, weißt du? Also, mein Wagen wird abgeschleppt. Dann erstmal in so einem Kreis standen, die haben die sich beraten. Ich höre da so, also stehe so ca. 3 Meter weiter weg, guck die so ein bisschen an. Und höre so ein bisschen durch. Ich höre nur so, ja, ein Wagen läuft aber über Daimler und dies, das, Ananas. Und ich glaube, in ihrem Herzen wussten die, die können meinen Wagen jetzt zwar abschleppen, weil mit ihrer Billo-Handymessung, ne, war es irgendwie zu laut, können die mich abschleppen. Aber jeder von den Polizisten da wusste genau, der Wagen, wenn er beim TÜV ist, kommt der eh wieder raus, weil es einfach alles Serie ist. Also dachten sich wahrscheinlich die Polizisten, ey, wie können wir ihm möglichst noch einen reindrücken? Und als wäre das nicht schon schlimm genug, dass einfach mein Auto abgeschleppt wird, kommt der Polizist dann zu mir und sagt, wir müssen ihnen jetzt auch noch ihren Führerschein wegnehmen. Und ab diesem Moment wusste ich, das war einfach nur noch reine Willkür. Ich sage zu den Polizisten, warum wollt ihr mir denn jetzt meinen Führerschein wegnehmen? Ihr habt nicht mal eine Messung gemacht. Und jetzt haltet euch fest. Was jetzt kommt, ist absolut fern von jeglicher Vorstellung, die ich jemals bei einem Polizisten hatte. Er sagt zu mir, du bist ein illegales Straßenrennen gefahren. Er sagt das Ganze, weil es wohl irgendeinen Paragraphen oder so gibt, dass wenn man ein Straßenrennen macht, dann kann der Führerschein direkt weggenommen werden. Und das Problem ist, Leute, er hat selber gesagt, wie viele Polizisten waren da? 3, 5 im Kreis, keine Ahnung. Und da steht dann einer von den Polizisten und sagt, ah, scheiße, wenn das wirklich so ist, ah, wir wollen den reinkriegen, nee, der ist voll unfreundlich und nee, der braucht es, nee. Okay, machen wir Paragraph, dann müssen, können wir eh in das Ding wegnehmen. Ihr seid ja Zeuge, ihr habt es auch mitgesehen, wir haben es von Weitem gesehen, Straßenrennen, So, und dann ist das Ding schon gelaufen. Sagen die anderen Polizisten, ja, ja, war so, Straßenrennen, alles da haben wir, ist hier, Dann bist du im Arsch. Deswegen ist ein Polizist nie alleine. Einer leuchtet immer mit einer Taschenlampe rein, der eine redet mit dir und der eine steht noch irgendwo da hinten. Ist doch immer so. Er sagt zu mir, du bist ein Straßenrennen gefahren. Ich sage, nein, ich bin kein Straßenrennen gefahren. Der Wagen neben mir ist doch gar nicht schnell gefahren. Der Polizist bejaht das Ganze sogar. Der Polizist sagt, ja, der Wagen, also er hat so zugestimmt. Ja, der Wagen ist nicht schnell neben dir losgefahren. Und jetzt bitte schnallt euch jetzt an, was jetzt kommt. Er sagt wortwörtlich zu mir, ich schwöre auf alles, was ich besitze, wortwörtlich, er sagt zu mir, ein Straßenrennen kannst du auch alleine mit dir fahren. Ach so heilige Scheiße. Das heißt im Prinzip, die Polizisten haben mich von A bis Z schikaniert. Es ist alles Auslegungssache. Sie haben keine Messdaten, kein gar nichts, Leute. Im Prinzip, um das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich wurde rausgezogen, ohne dass die Polizei mir irgendwas nachweisen konnte. Mein Wagen wurde abgeschleppt wegen einer Dezibelmessung, die an einem iPhone gemacht wurde. Ein Serienfahrzeug von Daimler. Wurde abgeschleppt wegen einer Dezibelmessung auf einer iPhone-App. Oh, ich glaube, da wird man aggressiv, ne? Wenn man dieses Bild vor Augen hat, ich glaube, da wäre man so aggressiv. Und mein Führerschein wurde mir entzogen, weil ich angeblich ein Rennen, ein Auto, ein illegales Straßenrennen mit mir alleine gemacht haben soll. Letztendlich sind in diesem Auto 3 Polizisten, die behaupten, ich wäre ein Straßenrennen gefahren. Also ich weiß ja nicht, wer alleine mit sich selbst ein Straßenrennen macht. Naja, man kann schon, also was der Polizist wohl wahrscheinlich meinte, ist, Straßenrennen mit sich selbst, natürlich geht es nicht. Aber was man natürlich machen kann, ist an der Ampel stehen, die Launch Control aktivieren. Leute, man kennt es. Und dann einfach mal beschleunigen. Also ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen mit Polizisten. Mit meinem orangenen McLaren 570S wurde ich einmal angehalten. Mit meinem 720S wurde ich auch einmal nur angehalten. Was ist nur? Also einmal halt. Da war Danilo auch mit bei. Das erste Mal mit dem orangenen McLaren wurde ich angehalten. Ich dachte, Digga, was ist jetzt, Alter? Ich habe aber meine Kamera immer laufen. Wenn Polizei mich eng an der Kamera immer am Stissel. Mein Fenster runter. Guckt er so durch die Scheibe. Ja, Fahrzeug, bla, hin und her. Nee, gar nicht wahr. Nein, Entschuldigung, das war beim anderen Mal. Guckt er so. Ja, wir wollten ihn nur zum neuen Auto gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ich so, what? Ich so, geil, ja, vielen Dank. Ja, super Ding und hin und her weiter, viel Erfolg. Das war mein erstes Mal mit dem orangenen McLaren. Dann das erste Mal mit dem 720S, mit dem Platin McLaren jetzt. War das so, Daniel und ich an der Elbchaussee. Weil mein Traum ist es irgendwann mal an der Elbchaussee. Ich möchte irgendwann an der Elbchaussee wohnen, in so einer großen Villa. Das ist so mein Traum und Ziel. So. Und da habe ich mir ein Objekt angeguckt. Das Haus ist, glaube ich, 250 Jahre schon alt. Oder über 200 oder knapp 200, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und dann fahren wir so ganz normal, wir sind ganz normal gefahren. Sagt natürlich, ich glaube, sagt jeder, ja, wir sind ganz normal. Aber wir sind wirklich ganz normal gefahren, weil wir haben ja Häuser geguckt, so die ganze Zeit. Und dann kommt links ein Bus angefahren, Polizeibus, die ganze Zeit links von uns. Ich sag, Danilo, 100 Pro, die halten uns gleich an. Und er sagte, nee, das ist ein Bus. Ich sag, was hat das jetzt damit zu tun? Das ist ein Polizist. Ja, Polizeibusse halten den nicht an. Ich sag, wie kommst du denn darauf? Ja, da müssten viel mehr Polizisten drin sein. Die halten dich doch nicht an mit 5, 6 Polizisten.
Ich so, okay, wenn du das sagst. Was passiert? Plötzlich sind die hinter mir und sehe ich auf einmal Stoppzeichen hier, auf alles leuchtet. Ich so, oh, Digga. Ich sage, ich dachte, die halten uns nicht an. Ja, weiß ich auch nicht. Und da kam halt der Polizist. Ich glaube, die waren die Dame war rechts, er war links. Ich habe nur zwei gesehen. Ich mache so Scheibe runter. Ich sage, moin. Ich war ein bisschen angepisst vom Gefühl her. Kann sogar sein, dass ich da arrogant wirkte vielleicht, ich weiß nicht. Weil das war richtig so, warum werde ich jetzt angehalten? Weil ich habe ja nichts gemacht. Du fährst ganz normal, du hast ein Fahrzeug, klar, so ein super Sportcar. Warum werde ich jetzt angehalten? Du denkst ja auch natürlich, ey, das Ding ist von McLaren, da ist nichts getuned, da ist gar nichts. Das ist alles so. Und dann sagte er, ja, ey, wir müssen dich kurz anhalten bei so einem Fahrzeug, ja. Da kann es ja auch sein, Drogenbesitz und, was sagt er noch? Drogenbesitz? Aufgrund Drogenbesitz, irgendwie so sagte er. Dann habe ich meine Sonnenbrille abgenommen. Ich sage, sehe ich aus, als wenn ich jetzt hier Drogen habe? Ey, gucken Sie mich doch an, was ist los? So habe ich das gesagt. Und dann, als ich meine Brille abgenommen habe, sagte er, ah, Sie sind's. Ja, nee, nee, alles gut. Können wir mal ein Foto machen? Ja, gut. Habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Ja, schön, gut, ja, alles klar. Und dann sind wir weitergefahren und Danilo sagte, krass, Uwe, die wollten nur das Foto. Er wollte nur das Foto mit dir haben. Ich sage, ja, Danilo, lieber so als anders irgendwie, weißt du? Und ja, das ist so meine Erfahrung. Genau, was ich euch sagen wollte ist, wie bei ihm jetzt zum Beispiel, bleibt immer trotzdem, wenn der Polizist sagt zu euch, ja, sie ist zu schnell gefahren. Dann fragt man doch, oh, echt, was? Wie schnell bin ich denn gefahren? Und dann kann das auch sein, dass er vielleicht schon direkt ablenkt und sagt, ja, bitte passen Sie beim nächsten Mal auf, bla bla bla. Dass er so irgendwie sagt. Und dann denkst du, okay, gut. So, weißt du, weil manchmal denke ich auch, wollen die Polizisten auch einfach mal einen warnen und sagen, hallo, wir sind hier. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist mal so ein Ding, wie man mit den Polizisten redet halt so. Wenn man da so komisch nachhakt und fragt und irgendwie auf Anwalt macht und so. Ich glaube, klar, fühlt er sich dann auf den Schlips getreten und dann nimmt er dich hoch. Aber wenn du ein bisschen auf devot machst, auf nett, du bist dir auch keine Schuld bewusst, weißt du? Ich glaube, dann kann das immer ein bisschen anders verlaufen, so. Je nachdem. Einmal wurde ich auch mit meinem Camaro, pass auf, mit meinem Camaro angehalten, Kompressor war schon drauf. Nee, nur die neue Abgasanlage, Kompressor hatte er noch nicht drauf. Direkt von Custom Kings meine Tuning-Firma mit der neuen Klappenabgasanlage. Uff! Tunnelbub, was passiert? Ich habe 24 Stunden eine Sperre bekommen für den ganzen Jungfernstieg, Digga. Also Jungfernstieg ist ein Ort in Hamburg und da durfte ich mich 24 Stunden nicht aufhalten. Mit dem Auto hätte ich das gemacht, wäre auch irgendwie dann, keine Ahnung. Das Ding musste dann irgendwie zum TÜV auf Beleg, dass alles richtig ist und ja. Die haben keine Messung gemacht. Ich musste auch gar nichts machen, das war's. Da war gar nichts irgendwie. Das war so ein Wisch, wo Stefan sagte, das Ding ist ungültig. Ich so, okay.